So, guten Abend, herzlich willkommen bei Weser Fitness. Ich bin der Alex. Wir machen heute zusammen eine Aerofit-Stunde. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, wir zeichnen seit einigen Tagen alle gegebenen Kurse auf. Und wenn die qualitativ gut genug sind, dann laden wir sie hoch in unserem YouTube-Kanal. Kannst du aber auch an der Stelle, wo du dich gerade in den Kurs eingeloggt hast, um die Live-Teilnahme hier beizutreten, wenn du ein bisschen weiter nach unten scrollst, da kannst du dann auch diese Verlinkung zu den Kursen angucken. Das heißt, wenn dir ein Kurs gefallen hat oder du einen verpasst hast, kann man jetzt quasi jederzeit die Kurse noch im Nachhinein sich angucken. Wir machen ein aerobes Training mit verschiedenen Schrittfolgen. Die mich kennen, wissen, was sie ungefähr erwartet. Ich mache normalerweise relativ viele Raumbewegungen und relativ viel Choreografie. Das sparen wir uns immer im Moment bei den Online-Kursen, weil wir natürlich wissen, dass ihr bei euch zu Hause nicht so viel Platz haben werdet. Ich biete immer an, dass man irgendwie sagt, hier kann man ein bisschen vielleicht nach vorne gehen, vielleicht zurückgehen, wenn man zur Seite geht und so weiter. Also ich mache das immer so, wie es bei euch von den Raumverhältnissen halt her passt. Muss man ja nicht in der vollen Größe irgendwie mitmachen. Grundsätzlich reicht es vom Platz her, wenn du wirklich einen Schritt nach vorne, einen Schritt zur Seite, einen Schritt zurück einplanen kannst. Dann solltest du vielleicht was zu trinken irgendwo da haben, dass du zwischendurch mal einen Schluck Wasser zu dir nehmen kannst, weil es soll ja ein bisschen auch geschwitzt werden. Das wäre noch ganz gut. Ich glaube, auf die App brauchen wir inzwischen nicht mehr hinweisen. Vielleicht noch die Tatsache, dass wenn man an einem Kräftigungskurs beispielsweise mitmachen möchte, dann wäre es tatsächlich schlau, wenn man die App sich runtergeladen hat. Die gibt es kostenlos in unserem App Store unter meinclub.de, beziehungsweise in deinem App Store unter einfach mein Club eingeben und dann die App runterladen. Da würdest du beispielsweise mal Mitteilung bekommen am Vortag und weißt dann zum Beispiel, was am nächsten Tag in den Kräftigungsstunden möglicherweise an Hilfsmitteln benutzt werden. Genau. Sonst noch irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Können wir loslegen? Herr Dunker, let the music play. Gott, marschiert er? Noch vier, drei, zwei. Tief ein- und ausatmen. Drei noch. Zwei. Letztes Mal. Öffnet einmal die Füße. Wir machen einen Side-to-Side. Gewicht nach rechts und links verlagern. Guckt, dass die Füße weit geöffnet sind. Rücken ist gerade, Schultern sind über dem Hüftgelenk. Ja, nicht so weit nach vorne lehnen. Bei den Füßen achtet bitte darauf, dass ihr die Ferse zuerst aufstellt, damit der Fuß schön abgerollt werden kann. Ist gelenkschonender. Fußspitzen und Knie zeigen die gleiche Richtung nach außen. Wir ziehen einzeln die Schulter hoch. Ja, einmal die Gelenke durchmobilisieren. Mit den Schultern fange ich an. Letzten vier. Drei. Zwei. Beide Schultern zusammen nach oben ziehen. Auch noch dreimal. Zwei. Letztes Mal. Wieder einzeln. Jetzt aber zurückkreisen. Nach hinten die Schulter kreisen. Jetzt schon mit beiden. Vier. Drei. Zwei. Gut. Wieder einzeln. Wir kreisen den Ellbogen. Macht die Bewegung ein bisschen größer. Ellenbogen bis auf Kinnhöhe. Trotzdem noch auf die Fersen gucken. Beide. Beide Arme zusammen. Fersen werden immer noch zuerst abgerollt. Einzeln, Single, wir strecken den Arm. Brustbewegung im Schultergelenk. Und wieder Beine. Vier. Drei. Zwei. Lasst die Arme wieder weg. Gott, fangen wir an, die Beine zu mobilisieren. Fersen einmal an den Po ziehen. Auch hier wieder gucken, Ferse wird zuerst aufgestellt. Vier noch, drei, zwei. Nimmt ihr die Arme dazu. Ja, zieht mit Widerstand von vorne zum Hüftgelenk. Vier mehr, drei, zwei. Machen wir einen Double Curl. Zweimal die Ferse an den Po ziehen.
wir noch. 3, 2 und wieder Single, einzeln. Nehmen wir die Arme nach oben, über den Kopf. 4 mehr. 3, 2. Gut, wir machen einen Single Side Knee Lift. Zieht mal seitlich das Knie bis auf Hüftgelenk nach oben. Hier noch. 3, 2 und wieder Double. Zweimal. Letzten 4. 3, 2. Gut, wieder Single. Einzeln. Nehmen wir die Füße mal wieder zusammen. Und das Hüftgelenk. 4 mehr. 3, 2. Wir marschieren wieder. Rechts marschieren. Nehmen wir die Arme mal vor jetzt. 4 mal noch. 3, 2. Tappen wir vor im Wechsel. Rechts und links tappen. Vier noch. 3, 2. Jetzt tappen wir mit der Ferse. Fußspitze nach oben ziehen. Armbewegung ändern wir. Bizeps Curl. Hände an die Schulter ziehen. Auch 4. 3, 2, machen wir einen Knee-Lift, Knie hochziehen, Arme gehen wieder nach oben, über den Kopf, die bringen Impuls zu setzen nach oben, 4 noch, 3, 2, Step-Touch, ja, Step-Touch, ein Schritt nach rechts und nach links, wie beim Side-to-Side hier gucken, dass die Fersen zuerst aufgestellt sind. Wir marschieren jetzt mit links. Links marschieren. Arme bleiben immer vor. Guckt, dass auch der Ellenbogen mobilisiert wird. Ja? Dass hier nicht die Arme einfach nach vorne gehen. Muskelkette. Wir tappen mit links vor. Links. 3 noch. 2. Mit der Ferse. 4-mal. 3, 2, Knee Lift mit links starten. Hoch. 3, 2, Step Touch nach links. 4 noch. 3, 2, an die Fersen denken. Achtung, wir tappen rechts vor. Rechts. 3 mehr. 2, wieder mit der Ferse. 4 mal. 3, 2, Knee Lift, Arme hoch, vorne Hüfte, in die Streckung, Single Step Touch, 4 mehr, 3, 2, nochmal mit links starten, Taps, 4, 3, 2, mit der Ferse, 4, 3, 2, Knee Lift, hoch. Letztes Mal, Step Touch jetzt nach links. 4 mehr, 3, 2, alles ein bisschen kürzer, tapp damit rechts vor. Rechts, jetzt schon mit der Ferse. 4, 3, 2, Knee Lift, hoch. Step Touch, Wechsel, links tappen, links, mit der Ferse, Knee Lift, hoch, Step Touch nach links, marschieren wir rechts und atmen ein und aus, 4-mal, 3, davor mit rechts. Tap. Heel. Fußspitze nach oben, Hand zur Schulter. Knee Lift. 4, 3,
Step Touch. Links den Tap nach vorn. Vor. Heel. Vier Knie Lift. Hoch. Drei, zwei, Step Touch. Wieder rechts marschieren und einatmen. Drei noch. Zwei. Letztes Mal. Gott, öffne statt den Marsch. Guck, dass die Knie schön weit nach oben kommen. Ja, nur öffnen. Wir beginnen mit dem ersten Block. Drei mehr. Zwei. Einmal wieder die Beine schließen. Vier. Drei. Zwei. Einmal wieder öffnen. Vier. Drei. Zwei. Wieder schließen. Vier. Drei. Zwei. Öffnen. Schließen. Öffnen. Schließen. Machen wir noch zweimal. Schließen. Öffnen. Schließen. Achtung, jetzt im Wechsel. Öffnen, schließen. Beim Öffnen wieder die Fersen zuerst aufstellen. Schultern sind über dem Hüftgelenk. Aufgerichtet herum. Knie und Fußspitzen in die gleiche Richtung. Wir öffnen nach vorne, machen wir ein V-Step daraus. Gott, geh jetzt mal vorne, betont tief. Ja, je tiefer man geht, desto mehr muss der Quadrizeps arbeiten, der bringt den Puls hoch. Da ist der Oberschenkelmuskel auf der Vorderseite. Letzten vier. Drei. Zwei. Marschiert er wieder mir. Rechts marschiert. Noch vier. Drei. V-Step. Zweimal. Schön tief gehen. Marsch. Vier. Drei. Zweimal V-Step. Marschiert. Letztes Mal V-Step. Zweimal. Marsch. Gott. Bleib beim Marsch. Öffne die Arme. Machen wir langsam einen großen Kreis vorm Körper. Wieder von vorne. Öffne die Arme, langsam großen Kreis, bewegt später schneller. Hoch, zusammen, runterziehen, öffnen, großer Kreis, wieder hoch. Hoch, zusammen, öffne die Arme, großer Kreis. Letztes Mal, hoch, zusammen, öffnen. Gott, jetzt im Tempo. Drei mehr. Guck drauf, dass die Beine hochkommen. Gut, wir machen den V-Step dazu. Zwei V-Step und marschiert er wieder nur. Vier, drei, zweimal V-Step. Marschiert. Vier, drei, zwei. Wieder zwei V-Step. Marschiert. V-Step. Wem die Arme zu schwer sind, marschiert, kann ich auch die ganzen mal klassischen V-Step-Arme nehmen. V-Step. Ja, die gehen so. March. Das Ziel überlassen oder die neuen Arme hoch. March. Knee-Lift. Knee-Lift. Guck wieder. Knie bis auf Hüfthöhe nach oben. Arme weit nach oben strecken. Vier mehr. Drei. Zwei. Double Knee. Zweimal. Drei mehr. Zwei. Letztes Mal. Gott, wieder Single. Einzeln. Vier. Drei. Zwei. Knee-Lift, doppelt.
Einmal noch. 4 Single-Miele. 4, 3, Double jeweils einmal rechts und links. Knee-Lift, Single, 4 und Double. Zweimal Single nur noch. Double, Single, Double, Single, Double, Single, Double, Single, Double, Single, Double. Auch hier haben wir Arme. Double, Single, Double, Single, Double. Den ändern wir. Double. Könnt ihr vorne kreuzen. Double, Single, Double, Single, Double. Eine erweiterte Änderung der Arme. Double, Single, Double, Single, Double. Marschierte wieder. Marsch. Drei noch. Knöchel hoch. Verbinden wir das. Zwei V-Step. Single knee lift. Double. Marschiert links. Links marschieren. Drei mehr. Zwei. Alles bleibt, aber wir starten mit links den V-Step. Jetzt geht's los. V-Step. Knee lift. Double, marschiert wieder rechts. 4, 3, 2, V-Step. Miele. Double, V-Step jetzt gleich links schon. Miele, Single. Double, wieder rechts. Miele, Single. Double, links V-Step. Knee lift, Double. Und wieder rechts. Schön tief gehen. Knee lift weit nach oben. Double, links. Knee lift, Double. Letztes Mal. V-Step, Knee lift. Double. Links V-Step. Knee lift. Marschiert. Rechts marschieren. Drei mehr. Zwei. Step touch. Denkt wieder an die Ferse. Immer zuerst mit der Ferse aufstellen. Vier noch. Drei. Zwei. Links, Step Touch. 4, 3, 2. Rechts. Links. Im Wechsel rechts und links. Immer die Ferse zuerst aufstellen. 4 noch. 3. Schaut mal. Wir bauen einen Zeitlift ein. Spannt den Po gut an dabei. Der Bein soll nicht hochgeschmissen werden mit Schwung. Wirklich aus dem Muskel. Abduktoren und Gesäß. Noch viermal. Drei. Zwei. Machen wir einen Repeater. Dreimal das Bein abheben. Und andere Seite dreimal. Wieder rechte Seite. Wenn wir rechts sind, ist rechtes Bein das Standbein. Links umgekehrt. Gut, schaut mal, wir verändern das ein bisschen. Ein Lift zur Seite, zwei Curl. Danach.
Squat. Nehmt ihr die Arme dazu, wenn ihr wollt. Gott, die ändern wir auch nochmal. Side, Double Curl. Marschiert. Marsch. Drei noch. Zwei. Gott, machen wir dann nach rechts. Jetzt. Side, Double Curl. Marschiert da links. Vier. Drei. Zur Seite. Zwei Curl, marschiert, vier, drei, immer weiter, nach rechts, marschiert, nach links, marschiert. Wir sehen wieder eine Änderung, wir haben einen Point dazwischen jetzt, am Ende, Curl, Point, March, wieder zur Seite, Side, Curl, Point, March. Nach rechts. Point, March. Wieder. Point, March. Wir tappen vor. Tappt. Drei mehr. Zwei. Tappt mal zur Seite statt nach vorne. Rechts, links. Drei mehr. Zwei. Gut, jetzt nach hinten machen wir einen Lunge. Großer Ausfallschritt nach hinten. Ich stelle mich mal zur Seite. Noch vier mehr. Drei. Zwei. Nehmen wir die Arme hoch. Einzeln. Jetzt beide Arme. Vier mehr. 3, 2, wieder Single Arm, 4, 3, 2, Double, beide Arme, Single, beide, Single, beide Arme, Single Arm, beide Arme, Single Arm, beide Arme, letztes Mal. Marschiert wieder rechts. Rechts marschiert. Arme nicht vergessen, Knie weit nach oben. Letzten vier. Drei. Zwei. Side lift. Curl. Point marschiert. Wir marschieren links. Lunge mit links. Beide Arme. Marschiert. Side lift nach links. Curl. Point. Marschieren. Rechts sind wir. Lunge mit rechts. Beide Arme. Marschiert. Ohne March. Side lift. Curl. Point. Lunge. Beide Arme. Side lift. Curl. In den Lunge. Beide Arme. Side lift. Curl. Point. In den Lunge. Beide Arme. Linke Seite ist dran. Curl. Point. In den Lunge. Zweimal machen wir noch. Curl. Lunge. Links. Point. Lunge. Letztes Mal nach rechts. Lunge. Links. Lunge. Achtung, V-Step rechts. Single Knee Lift. Double. V-Step links. Single Knee, Double, Side Lift,
Curl. Lunge. Beide Arme, linke Seite. Point. Lunge. Wieder von vorne, V-Step. Knee lift. Double. V-Step links. Knee lift. Double. Side lift. Curl, point, lunge. Nach links, side lift. Lunge. Von vorn, V. Knee lift. Single, single, double. Links, V-Step. Knee lift. Double. Side lift. Lunge. Side lift. Lunge. Marschiert. Gut. Unsere ersten beiden Teile. Einmal tief ein- und ausatmen. Wer will, kann kurz was trinken. Bleibt aber in Bewegung. Letzten vier Zeiten, dann geht's weiter. Drei mehr. Zwei. Okay, geht weiter, Mambo. Rechter Fuß geht vor und zurück. Vorne. Ruhig den Oberschenkel wieder belasten. Ja? Wenn ihr tief in das Knie geht, habt ihr wieder eine größere Spannung. Der Muskel muss euch wieder zurücktreten. Und der Puls kommt höher. Arme sollen auch wieder deswegen nach oben. Pulserhöhung. Noch vier. Drei. Zwei. Marschiert er wieder nur. Rechts marschiert. Arme wieder vor. Letzten vier Zeiten. Drei. Zwei. Machen wir einen Stomp oder einen Point und marschiert wieder. Noch einmal. Nur mit rechts. Letzten zweimal. Letztes Mal. Schaut mal. Einmal rechts und einmal links. Ja, wir wechseln den Fuß. Wieder. Rechts, links, vorne schön tief gehen. Tief, tief. Nehmen wir auch eine Armbewegung dazu. Wieder. Gott. Ihr könnt ein bisschen diagonal gehen. Rechter Fuß geht dann nach links, linker Fuß geht nach rechts. Letzten vier, drei. Letztes Mal, marschiert am Platz. Nur marschieren. Drei mehr. Zwei. Six Point Mambo. Könnt ihr statt dem March eine Drehung einbauen. Vier. Drei. Wieder rechts. Turned. Marschiert. Noch einmal. March. Machen wir wieder die zwei Mambo davor. Zwei Mambo. Six Point Mambo von gerade eben. Turned. Marschiert am Platz. Vier mehr. Drei. Zwei. Nochmal, Mambo. Six Point Mambo. Marschiert. Vier mehr. Drei. Zwei. Nur marschieren, nur marschieren. Schaut mal. Ich gehe mal zur Seite. Zwei March, ein Point. Zwei March, ein Point zurück. Eins, zwei, Point. 1, 2, Point. Gut, wenn du den Platz hast,
kannst du den auch vor und zurück gehen. Ja? Vor und rück. Vor, rück. Okay. Haben wir wieder eine Armbewegung dazu? Vor, vor. Noch viermal. Drei. Zwei. Step Touch. Nur Step Touch. Letzten vier. Drei. Zwei. Geht ihr nach vorne mit rechts jetzt. Vier mehr. Drei. Zwei. Wechselt. Linker Fuß geht vor. Vier mehr. Drei. Zwei. Wechselt rechts zweimal vor, links zweimal. Achtung, im Wechsel rechts und links. Vier, drei, zwei. Bauen wir hier wieder Nine ein. Hüfte vom hinteren Bein wird gebeugt. Arm nimmt wieder nach oben über den Kopf. Letzten vier, drei. Zwei. Repeater. Dreimal die hintere Hüfte beugen. Knie nach oben ziehen. Einmal noch mit rechts vorne und einmal mit links vorne nochmal. Gut. Wieder die zwei March Point nach vorne. Achtung. Repeater. Das ist ein Fußwechsel. Jetzt gehen wir mit dem linken Fuß nach vorne. Point. Repeater. Gut, wenn du magst, nimmst du die Arme wieder dazu. Repeater. Linkes Bein geht vor. Geht auch der linke Arm erst hoch. Repeater. Jetzt kommen wir wieder zu euch. Repeater. Links vor. Repeater. Gut, machen wir eine kleine Variation. Schaut mal. Repeater. Ja, wer möchte, kann eine Drehung einbauen. Linke Schulter zurück. Repeater. Wieder rechts vor. Geht die rechte Schulter zurück. Repeater. Links vorgehen. Point. Repeater. Mambo, zweimal. Schieben wir beides zusammen. Six-Point Mambo. Marschiert nach vorne. Turn zurück. Repeater, haben wir den Fußwechsel. Links jetzt Mambo, zwei Stück. Six-Point Mambo. Marschiert links vor. Turn, wenn ihr wollt. Repeater. Ich komme wieder zu euch. Mambo rechts. Zweimal. Six-Point Mambo. March vor. Turn zurück. Repeater. Oder lasst den Turn weg, wie ich gerade. Mambo. Six-Point. Nach vorne. Turn zurück. Repeater. Nochmal links, Mambo. Six-Point Mambo. Nach vorne, ich drehe einmal wieder mit. Repeat. Und marschieren. Haben wir alle drei Blöcke. Nehmen wir wieder zusammen. Alle Blöcke. V-Step war der erste. Der Repeater Side mit dem Lunge, der zweite. Dritte von gerade eben. Geht los in 4, 3, 2. V-Step. Single, Double Knee Lift.
links V-Step. Single, single, double knee. Side lift curl. In den Lunge. Beide Arme, linke Seite ist dran. Curl, point in den Lunge. Mambo. Six point Mambo. Four point, turn zurück. Repeat. Links Mambo. Six point. March four. Repeater. Sind wir wieder von vorne. V-Step. Knee lift. Double. V-Step links. Knee lift. Single. Double. Side lift. Zwei Curl. Point in den Lunge. Vier. Drei. Links das gleiche. Curl in den Point Lunge. Mambo. Six Point Mambo. Marschiert vor. Turn, wenn ihr wollt. Repeat. Mambo links. Six Point. March vor, turned, repeater, marschiert. Gut, wir schneiden alles. Gut zuhören. V-Step. Rechts. Single Knee. Double Knee. Side Lift nach links. Curl, Point, Lunge. Mambo rechts. Zweimal. Six Point Mambo. March vor. Turn zurück. Repeater. Ja, alles wieder von vorne. Links. V-Step. Knee lift. Double. Side lift. Curl. In den Lunge. Mambo. Six Point Mambo. March four. Repeater. Letzte Runde. V-Step. Knee lift. Double Knee. Side nach links. Curl. Lunge. Beide Arme. Mambo, zwei Stück. Six Point Mambo. Marschiert vor. Repeater. Gut, letztes Mal links. Starten. V-Step. Knee lift. Double. Side lift. Curl. In den Lunge. Mambo, zweimal. Six Point. March four. Repeater. Okay, sehr gut. Wir marschieren am Platz. Nur marschieren. Wir beginnen mit dem Cooldown. Wer weitermachen will, macht es dann morgen. Auf der Homepage. Noch vier, drei, zwei. Einmal tief wieder einatmen. Arme gehen nicht mehr über das Herz. Puls soll wieder nach unten. Vier noch, drei, zwei. Tap davor. Mit der Ferse den Tap. Viermal.
3, 2, tappt ihr zur Seite mit der Ferse. Step Touch. Gut, tappen wir wieder vor, aber wieder mit links. 4, 3, 2, mit der Ferse. 4, 3, 2, wieder zur Seite tappen mit der Ferse. Letztes 4, 3, 2, Step Touch. 4 mehr, 3, 2, rechts wieder tappen. Jetzt schon mit der Ferse. Zur Seite den Tap. Single Step Touch. Links Tap. Mit der Ferse. Viermal zur Seite im Wechsel. Links, rechts. Step Touch. Und wir marschieren wieder nur ein und aus. Atmen. Letzten zweimal. Wieder im Wechsel tap. Taps. Mit der Ferse. Zur Seite tap. Step Touch. Links marschieren und ein- und ausatmen. Letzten zweimal. Letztes Mal. Letztes Mal den Tap mit links. Mit der Ferse. Zur Seite tappen. Step Touch. Letztes Mal rechts marschieren und einatmen. Viermal. Drei. Zwei. Gut, einmal die Beine wieder öffnen. Wir machen einen Side-to-Side. Gut, Arme lasst ihr locker mitschwingen. Dreht euch einmal nach rechts. Hinteres Bein bleibt am Platz, Ferse wird abgerollt. Letzten 4, 3, 2 und haltet die Ferse im Boden. Oberkörper wird ein bisschen nach vorne gelehnt. Wirbelsäule und das hintere Bein sollen eine Linie ergeben, diagonal zur Decke. Fußspitzen und Knie zeigen beide nach vorne. Wenn ihr euch auf dem vorderen Bein abstützt, macht das bitte auf dem Oberschenkel oder Richtung Hüftgelenk, aber nicht auf den Knie. Gut, dann das hintere Bein einmal im Knie anwinkeln. Schultern bringt ihr übers Hüftgelenk. Kommt ein bisschen tiefer nach unten. Becken einmal nach vorne drücken. Nehmt die Hände vorm Brustkorb zusammen. Zieht eure Schulterblätter auseinander. Ohne die Schulter nach oben zu ziehen, sollen trotzdem locker bleiben. Einmal wieder die Arme lösen, Schultern zurückkreisen noch einmal. Aus dem Hüftgelenk dreht ihr euch wieder nach vorne. Einmal die Hüfte eindrehen. Schultern sind wieder über dem Hüftgelenk, ein bisschen tiefer, Becken wieder nach vorne drücken. Hände nehmt ihr hinter den Po, zieht einmal die Schultern zurück. Wieder die Arme lösen, Schultern wieder zurückreisen, hinteres Bein, die Ferse wieder in den Boden stellen, Oberkörper wieder etwas stärker nach vorne lehnen, wieder die Linie, Wirbelsäule und hinteres Bein. Winkelt das hintere Knie wieder an, aus dem Hüftgelenk wieder nach vorne drehen, schließt die Füße,
rechten Fuß, mit der rechten Hand einmal an den Po. Schaut, dass die Knie zusammenstehen. Becken könnt ihr nochmal wieder ein bisschen stärker nach vorne drücken. Einmal wieder lösen. Fuß noch einmal wechseln. Wieder lösen, kurz ausschütteln. Doppelt Hüftbreite nochmal aufstellen. Knie zeigen wieder nach außen, Knie nach außen. Wir atmen nochmal tiefer an und aus. Letzten zweimal. Schließt die Beine jetzt beim Einatmen. Arm nimmt ihr zur Seite, nach vorne. Und einen schönen Abend wünsche ich euch. Wir sind durch. Jetzt findet noch eine Pilatesstunde mit Susanne statt. Wer Lust hat, noch mitzumachen, seid gerne eingeladen. Einfach das nächste Meeting starten. Wenn es euch gefallen hat, gerne nochmal den Kurs nochmal wiederholen über unsere Homepage oder auf YouTube. Schönen Abend. Tschüss.